vor einiger Zeit habe ich euch verraten, dass ich etwas gefunden habe, was mir geholfen hat, von Foundation wegzukommen. Und ich zeige euch heute, wie wir den wirklichen No-Make-Up-Make-Up-Look hinkriegen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, mir fällt es schwer, einen No-Make-Up-Make-Up-Look hinzukriegen, der wirklich so einen No-Make-Up-Make-Up-Effekt hat. Immer wenn ich gesagt habe, wir machen einen No-Make-Up-Look, ja, sah ich danach aus wie sonst immer. Heute wird das Ganze aber ganz anders, denn ich habe etwas Neues. Und zwar das hier. Das ist ein neues Produkt von Neo Makeup. Ihr wisst es, ich liebe Neo Makeup, seitdem es Neo Makeup gibt. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, die Produkte zu entdecken, auch für mich lieben gelernt. Und ihr wisst es, dass ich die Produkte regelmäßig benutze. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Neo Makeup, damit wir hier auf einem sehr transparenten Boot gemeinsam in Richtung No Makeup Makeup fahren. Aber ich hatte es euch neulich gezeigt und ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Sache für viele von euch sein kann. Gerade wenn ihr Probleme habt mit Foundations, die zu schwer auf eurer Haut sind. Gerade wenn ihr Probleme habt mit eurer Haut, die im Sommer kein Make-up verträgt. Ihr habt keine Lust auf Make-up und deswegen werden wir heute No-Make-up-Make-up-Look mit diesem Schätzchen hier zaubern. Wir werden jetzt direkt mit den Augenbrauen starten. Dafür benutze ich ein transparentes Augenbrauengel. Ich benutze dafür wie immer das von Anastasia Beverly Hills. Ich habe viele Alternativen getestet und keins ist dem hier ansatzweise nahe gekommen. Es hilft mir einfach innerhalb von ein paar Sekunden meine Augenbrauenhaare in die richtige Form zu kriegen. Fertig. Rubbel das so ein bisschen durch, drück die Haare dann mit so einem Spoolie an und habe schon Augenbrauen. Ich muss dazu sagen, das wird meine Version von No Make-up Make-up. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Augenbrauen, wo ich eigentlich nichts nachzeichnen muss. Deswegen werde ich da auch nichts nachzeichnen. Die Challenge ist, ein Make-up hinzukriegen, was auch fast alle Produkte abdeckt, die ich in meinem Gesicht brauche, für ein Make-up, aber ohne dieses schwer Geschminkte zu sein. Also sehr, sehr trendorientiert an diesem Clean Girl, Clean Boy Look. Wenig Make-up, wenig Farbe im Gesicht, aber trotzdem so einen perfektionierten Look. Und ihr seht es, ich habe ein paar Rötungen, ich habe einen Sonnenbrand bekommen, klein auf meinem nicht vorhandenen Dekolleté. Hier so ein paar Unebenheiten, die ich auskaschieren möchte. Und wir machen auch direkt weiter mit dem ersten Produkt. Ich habe schon ein bisschen Feuchtigkeitspflege vorhin benutzt. Im Prinzip braucht ihr das aber nicht. Das ist der neue Intense Serum Color Correcting Skin Improving Primer / No Make-up Make-up Produkt. Ich habe das jetzt hier schon eine Weile. Ihr seht das, ich habe es hier unten schon gut verbraucht. Das ist ein, ja, wie kann man es am besten beschreiben? Es ist ein 3-in-1 Produkt, weil es eure Haut ausgleicht, was die Farbe angeht, da kommen wir gleich zu. Es pflegt die Haut, spendet Feuchtigkeit und das hält den ganzen Tag. Also das ist so etwas, was ich in meiner Haut sehr, 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 sehr gerne mag oder für mein Make-up gerne mag. Aber ich lese euch ganz kurz vor, was das genau können soll. Alle guten Dinge sind 3. Das gilt auch für deine Haut. Deswegen bereitet die vegane Intense Serum Color Correcting Cream deine Haut nicht nur perfekt auf potenziell folgende Foundation vor, sondern gleicht in spiralförmiger Formation mit 3 Pigmenten 3 Faktoren auf einmal aus. Und da kommen wir auch schon direkt zu den Farben. Ihr seht es, wir haben einmal grün, einmal violett, so ein zarter Fliederton und einen peachigen Ton. Und die sind, wenn wir uns das Farbrad einmal anschauen, ganz, ganz wichtig. Ich habe es euch schon mal gezeigt in meinen Videos, weil ich das sehr, sehr spannend finde, über Farbtheorie zu sprechen. Und Make-up ist am Ende nur Licht und Schatten und alles, was Licht ist, ist auch Farbe. Das Ziel bei Color Correction ist es, immer Farben auszugleichen. Deswegen, ich nutze ganz gerne diesen Kreis, nicht das Spektrum. Denn wenn wir sagen, wir haben Rot oder Orange in unserer Haut und wollen das ausgleichen, dann müssen wir schauen, was liegt gegenüber, um beide zusammenzuführen und dann in die Mitte zu kommen. Das klingt, wenn man es das erste Mal hört, so ein bisschen komplex. Am Ende des Tages ist es das nicht. Ich hatte am Anfang, als ich damit angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, immer hier mir ausgedruckt so ein kleines Farbrad. Und da seht ihr das Ganze auch schon. Also ich habe das dann hier und sehe, okay, ich habe jetzt gerade ein paar Rötungen, beispielsweise um die Nase herum. Die sind rot. Also schaue ich, was liegt gegenüber von Rot und das ist grün. Und ich orientiere mich immer an dem Punkt hier in der Mitte. Das ist der Idealpunkt. Wenn ihr
eine etwas zu fahle Haut habt, könnt ihr das Ganze ausgleichen mit etwas wärmeren Tönen. Also ihr könnt mit Farben ganz viel machen. Und was das tut, ist ganz spannend, denn es gleicht optisch, ihr müsst überlegen, wenn es dunkel ist, sieht man kein Make-up. Aber wenn Licht da ist, wird Licht geschluckt und Licht wieder zurückgegeben. Und diese farbigen Pigmente schlucken und streuen und verteilen das Licht wieder anders. Und das, was unser Auge dann sieht, oder das Auge jemand anderer oder einer anderen Person, versteht das dann und sieht dann nur die Korrektur. Und es ist keine Magie, es ist Physik. Aber es ist genial und es kann super gut helfen. Violett gibt fadem gelblichen Teint Frische, Grün neutralisiert Rötungen und der Pfirsichton hält Pigmentstörungen und blaue Schatten auf. Und das Beste, da ist nämlich auch noch Skincare drin und das finde ich ist das, was Neonail wirklich mit Abstand zu allen Brands am besten schafft, die Make-up und Hautpflege wirklich bewusst kombinieren. Ich rede jetzt nicht von ein bisschen Hyaluronsäure in der Foundation, sondern wirklich Skincare Produkte in die Produkte reinbringen. Und das ist das, was mir damals schon sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe es immer kritisiert, wenn normale Make-up-Brands anfangen, Skincare in ihre Produkte zu machen, weil sich das besser verkauft. Neonail hat vorher nicht andere Produkte gehabt, beziehungsweise Neo Make-up, und hat dann Skincare reingemacht, weil es das gerade war, sondern der Ansatz war direkt ein anderer und das ist ein ganz, ganz gravierender Unterschied und den merkt man in den Produkten. Hier ist nämlich Hyaluronsäure mit drin, Vitamin E und ein ganz, ganz spannender Inhaltsstoff, Portulaca oder Portulaca Olearacea. Auf Deutsch Portulac. Portulac ist eine Pflanze, ein pflanzlicher Extrakt, der dabei hilft, die Haut in einem guten Zustand zu halten und die Haut zu pflegen. Und das ist das, weswegen ich gesagt habe, ich brauche nicht unbedingt eine Creme drunter, weil die Haut dadurch einfach sehr, sehr schön frisch aussieht. Aber ich will gar nicht so viel über das Produkt selbst reden, sondern ich will es euch in Anwendung zeigen, weil das sehr, sehr spannend ist. Ihr seht es, ich bin rot, ich bin grün, ich bin bunt im Gesicht, wir gleichen das aus. Packaging wieder super, super schön. Ihr könnt hier einmal den Neo Make-up Schriftzug sehen mit den Get the Power of Hyaluron, Portulac und Vitamin E und der ist Skin Improving. Und in diesem Produkt habt ihr einmal diese durchsichtige Lösung und dann die Farben. Und wenn wir das mischen, also wir pumpen es einmal raus, kommt es schon raus. Ihr seht es schon, es hat so eine leichte Färbung. Und das mische ich mir jetzt erstmal perfekt auf der Hand. Und wir tragen uns jetzt mal eine Gesichtshälfte auf. Ich werde es auch diesmal so benutzen, dass ich nur das benutze. Das ist halt der Unterschied. Ihr könnt es als Primer benutzen, habt ihr wirklich wie so einen richtig schönen pflegenden, ausgleichenden Primer. Oder ihr benutzt das halt als Foundation-Alternative. Wir machen jetzt auch erstmal nur die halbe Seite. Ihr seht es auf der Haut, es hat so eine leichte Deckkraft und ich verblende mir das jetzt einfach mal erstmal mit einem Finger auf der Haut. Richtig schön, es braucht natürlich dann einen Moment einzuziehen, dass die Pflege eingezogen ist, die Farbpigmente aber auf der Haut bleiben. Und ihr braucht ja nicht viel davon. Und jetzt klopfe ich mir das hier so ein bisschen ein und ihr seht, die Pflege zieht in die Haut ein. Und es ist ausgeglichen. Ich trage es am liebsten mit den Fingern auf, weil ich dadurch natürlich mit meinem Finger und der Wärme meines Fingers auch noch richtig schön das Produkt aufwärmen kann, sodass es besser einziehen kann. Und dann nehme ich mir einen Beauty Sponge und arbeite mir das Produkt einfach in die Haut ein. Wie ausgeglichen die Haut ist. Wir reden nicht über meine Augenringe. Die sind viel zu stark für einen Color Corrector. Da muss ich wirklich mit Concealer und Color Corrector arbeiten. Aber die Haut im Allgemeinen ist ausgeglichen und das finde ich das Spannende, hat sowas Porzellaniges. Und ihr könnt ihn sogar aufbauen. Also wenn ihr sagt, okay, an den Wangen seid ihr ein bisschen gerötet, kann man das Ganze aufbauen. Und ich finde, an der Stirn sieht man es ganz besonders gut. Die Kamera hat natürlich jetzt so ein paar Probleme, die Farben perfekt aufzunehmen. Hier ist es gerötet und alles sehr, sehr unebenmäßig. Hier ist es ebenmäßig. Ich bin jetzt ein bisschen hell, aber das kriegen wir gleich hin mit ein bisschen Bronzer, ein bisschen Farbe wieder zurück ins Gesicht. Das Ziel ist es nämlich, es ist wie wenn ein Maler erstmal mit einer Grundierung arbeitet. Das ist diese Grundierung. Es gleicht nämlich alles aus. Klar, es hält ein Stückchen auf, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es sogar ehrlich gesagt ganz gut, weil es euch dann die Möglichkeit gibt, folgende Produkte wesentlich
getreuer der Produkte aufzutragen. Deswegen trage ich das Produkt mal auf der anderen Seite auf. Was ich ganz spannend finde bei dem Produkt ist, ich habe einen Bart und es setzt sich nicht in meinen Barthaaren ab. Ich hole euch gleich ganz nah ran, dass ihr die Textur auf der Haut einmal sehen könnt. Es ist nicht zu rutschig, aber ich fühle es jetzt hier. Wenn ich hier hatte ich kein Produkt, jetzt fühlt es sich trocken an. Und hier fühlt sich das wirklich an, als hättet ihr die Haut richtig schön eingekrebt. Und das Gefühl habt ihr im Gesicht, aber ihr habt halt nicht. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass es vielen von euch gefällt, wenn ihr dieses gepflegte Gefühl haben wollt, dieses ausgeglichene Gefühl, aber nicht dieses speckige haben wollt. Es ist absolut nicht speckig, es klebt nicht, es fühlt sich richtig frisch auf der Haut an. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns unseren Concealer. Ich habe jetzt hier die Farbe 3 Natural von Neo Makeup. Mini Menge. Und diesen Pinsel, das ist der Elva Pinsel von Neo Makeup. Das ist eigentlich ein Lidschattenpinsel, aber kommt ran. So sieht er einmal aus. Schön festgebunden, aber nicht zu fest. Und diese kleine Menge reicht. Ich nehme mir das Produkt und arbeite das richtig schön in meinen Pinsel und setze mir das dann auf meine Augenringe. Das war zu viel. Ich drehe den Pinsel auf die saubere Seite und verteile es. Aber ihr seht es, wie perfekt sich der jetzt angleicht. Und währenddessen zieht dieser Primer, dieses Serum, diese Creme auch nochmal ein. Und ich kann mit diesem Concealer ganz punktuell die Schattierungen, die blauen Schatten unter meinen Augen ausgleichen. Ich habe es noch nicht mit einem Schwamm verblendet. Ich habe nur einen Pinsel genommen. Und das ist das. Ich mache es jetzt sehr, sehr langsam und sehr detailliert. Aber das ist das neue. Ich weiß nicht mehr, welches Video es war. Da habe ich euch gesagt, in diesem Video trage ich keine Foundation. Guess what? Was es war? Das hier auf der Nase und wenn ihr wirklich sehr, sehr starke Rötungen habt, unter der Nase. Der Unterschied ist krass. Jetzt nehme ich meinen Schwamm, korrigiere noch ein bisschen und ihr seht diesen krassen Unterschied. Eigentlich müsste ich jetzt wieder die eine Seite abnehmen, dass ihr wirklich diesen Side-by-Side-Unterschied seht. Ne? Wir haben keine Foundation, wir haben die Mini-Menge Concealer benutzt. Wir machen weiter. Ich mache jetzt mal nur auf dieser Seite weiter, ja? Nur auf dieser Seite. Und wir nehmen uns einen Lippenstift. Kleine, kleine Menge. Und mischen diese Creme mit dem Lippenstift zusammen. Und was passiert? Der nimmt diese rötliche Farbe an, aber auf einer sehr, sehr wässrigen Basis. 1, 2, 3. Wir nehmen uns einen Pinsel und tupfen das rein. Sehr, 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 sehr leicht. Was passiert? Die Creme zieht ein, der Primer zieht ein. Es fällt mir so ein bisschen schwer, den richtigen Namen dafür zu finden, weil es halt weder das eine noch das andere richtig ist jetzt in dem Fall. Und ihr habt einen super subtilen Blush. Ich wäre trotzdem, wir nehmen uns unseren Bronzer, gehen mit dem Finger rein. Wir haben noch Creme hier. Und ich mische mir einen Creamy Bronzer. Und trage mir das Produkt in den Pinsel ein. Ich will nicht, dass man sieht, dass der Bronzer, dass ich Bronzer im Gesicht habe, aber ich kann mir das jetzt hier ganz leicht draufstempeln und kriege sofort wieder Farbe ins Gesicht. Hab aber, und das ist das Spannende, was halt daran sehr, sehr gut funktioniert. Ihr könnt es natürlich mit einem Concealer machen, wenn ihr mehr Full Coverage haben wollt. Aber in dem Moment, wo ihr das nur mit dieser Creme macht, es zieht ja ein und die Textur, die Grundtextur ist immer dieselbe. Ihr habt immer diese Creme. Dadurch funktioniert auch jedes Produkt miteinander gut. Es ist ja schon oft vorgekommen, dass ihr sagt, okay, ihr habt vielleicht einen Bronzer, der nicht mit der Foundation funktioniert oder der Primer funktioniert nicht mit dem Highlighter, weil es sich dann löst oder so. Nee, gar nicht. Es ist ja alles das Gleiche. Überall so ein bisschen auf mit dem Rest, weil ich dadurch natürlich wieder mehr Farbe und Bewegung ins Gesicht kriege. Aber ihr seht es, ich nehme die Seite hier gleich mal komplett ab. Sekunde. Ich komme. Achtung, Vorsicht, nicht erschrecken. Ich glaube, ich habe mich so noch nie gezeigt, aber ich glaube, oh mein Gott. Ich will es nicht übertreiben, aber ich glaube, das ist das Schöne, dadurch, dass ihr das halt hier seht und ich das jetzt hier auch nochmal weggenommen habe. Hier sind die Rötungen, meine Augenschatten sind sehr präsent, aber... Klar, im direkten Vergleich sieht man, okay, klar, er hat jetzt Make-up drauf. Aber wenn du das jetzt nicht wüsstest und diesen Side-by-Side-Vergleich sehen würdest, hättest du nicht das Gefühl von, oh, Make-up. Und ich hole euch jetzt mal ganz nah hier ran, damit ihr die
Formulierung auf der Haut seht. Die ist ja jetzt so gut eingezogen. So, einmal hier. Und noch näher. Jetzt könnt ihr sehen, es sieht mit der Lichtspitze natürlich glowy aus. Ich drehe das Licht mal weg. Und jetzt habt ihr aber diese super ausgeglichene Haut. Oder hier auf der Stirn kann man es, glaube ich, noch besser erkennen. Da die Linie. Es ist ausgeglichen. Es ist unruhig. Das sieht man natürlich nur, wenn man die Kamera ganz, ganz, ganz nah dran hat. Aber im direkten Vergleich seht ihr diese ausgeglichene Haut. Ich kann jetzt hier, ich habe natürlich noch gar kein Puder benutzt, ein bisschen korrigieren, damit das hier nicht in die Lidfalte kommt. Und da haben wir ein sehr, sehr krasses Ergebnis, Freunde. Wir machen das Make-up fertig. Wir können natürlich jetzt noch aufbauen. Ich würde jetzt aber auch nicht mal unbedingt Mascara oder irgendwas anderes benutzen. Und das ist halt der Vorteil, wenn ihr sagt, okay, Puder ist vielleicht nichts für euch, weil eure Haut kein Puder verträgt, das sieht zu schwer aus. Ich brauche kein Puder. Ich habe ja nichts, was gepudert werden muss, außer vielleicht maximal der Concealer. Dann nehme ich jetzt ein Microfiber Multitool mit Rest, gucke nach oben und drücke einmal hier so ein bisschen lang. Dann habe ich noch mehr Schein rausgenommen und habe ein krasses Ergebnis. Auf den Lippen trage ich mir den Maybelline Lifter Gloss in der Farbe Moon auf. Ja, auf dieser Seite einfach für so ein bisschen Pflege. Ihr könnt natürlich auch ein Labello nehmen, aber ich mag die Farbe davon. Die ist sehr, sehr subtil. Wir könnten Mascara nehmen. Ich glaube, so ein No-Make-Up-Make-Up-Day ist ohne Mascara. Deswegen würde ich es, glaube ich, sogar dabei belassen. Ich muss dazu sagen, klar, No-Make-Up-Make-Up-Look kann auch nur Concealer oder nur Mascara sein, aber ihr kennt mich, ne? Ich will ja trotzdem mich richtig, richtig wohlfühlen und ich möchte, dass ich eine sehr ausgeglichene Haut habe. Ich habe eine gute Haut, versteht mich nicht falsch, aber diese leichten Rötungen, was man sieht, wenn man allgemein sehr, sehr nah geht, habe ich ausgeglichen. Meine Augenschatten, die sind intens, sind ausgeglichen. Die Haut im Allgemeinen ist frisch, ich bin gebräunt, ich habe einen Glow, ich sehe gesund aus und das ist für mich no Make-up, Make-up. Ich weiß, ich sehe schon die Kommentare, oh, es ist gar kein Make-up, du siehst aus wie sonst auch immer. Aber Freunde, so fühle ich mich wohl und das ist für mich an den Tagen, wo ich sage, ich habe keine Lust auf Foundation. Ich will mir nicht darüber Gedanken machen, ob mein Make-up hält, weil hier ist nichts, was nicht halten kann. Eure Creme hält ja auch den ganzen Tag. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich das so spannend. Ich habe das Produkt jetzt schon lange hier. Ich habe es schon lange benutzt und ich finde das genial. Es sieht nicht nur gut draußen im Tageslicht aus, sondern es sieht auch gut unter künstlicher Beleuchtung aus. Es sieht immer gut aus. Und das ist das, was mir sehr, sehr viel Freude daran gemacht hat. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Neo Make-up dieses Produkt rausgebracht hat, weil es mir einfach nochmal so ein bisschen hilft, weniger zu benutzen und an den Tagen einfach mich wohlzufühlen, auch wenn ich keine Foundation tragen möchte. Das ist ein Sommerprodukt, absolut durch und durch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Neo Make-up in die Kommentare. Vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Produkt auf meine Empfehlung geshoppt. Da bin ich super gespannt. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Ich muss es euch zeigen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich es euch gezeigt habe. Und gerade jetzt im direkten Vergleich ist es schon sehr krass. Bis zum nächsten Mal.